So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ab zur nächsten Mission. Pearson, ne, wie hieß der? Doch, Pearson hieß der. Wartet auf uns. Wir sollen uns bei ihm melden. Und er möchte mit uns reden. Gerade eben haben wir schon die erste Lasso-Aktion gebracht. Finde ich super. Und da müsste Pearson sein. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Okay, Leute. Alright, let's head out. Das wird niemals gut gehen. Wir haben 22 Pfeile und sollen jetzt jagen gehen. Leute, ich und jagen. Wer Kingdom Come Deliverance gesehen hat, weiß, das geht nicht gut. Gerade jetzt am Anfang, wo wir noch keine Skills haben. Haha, das wird super. Das wird super, das wird eh. I'm okay. Apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. So. We'll head up this way. Find some higher ground. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Boah, die Kameraeinstellung. Lieber Chat, was sagt ihr denn jetzt? Ist das besser im Kinomodus? Ist das nervig? Oder ist es egal? Es ist halt einfach auch so gut gemacht. Finde ich. Die Kameraeinstellung. Vergleich doch mal das mit dem hier. Ach scheiße, das ist jetzt sogar... Das ist jetzt sogar ein nicht freiwilliger Kameramodus. Die reiten einfach lang. Ich komme aus dem Kinomodus nicht raus. Jetzt. Jetzt vergleicht mal das, ja? Mit dem. Let's look down this way. Das hat so einen Kinomodus an sich, dass es mehr nach Film aussieht. That's good.
No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now, shh. Stay quiet. Okay, Leute, jetzt müssen wir gleich jagen. Ich bin mal gespannt, ob wir ein Reh jagen. Ich glaube, wir jagen ein Reh. Hey, stop here a second. I see something. So. This deer been here recently. How can you tell? How can you not? We'll track them on foot. Okay. You need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. Okay. Nähere dich deinem Pferd. Machen wir. Teilweise echt Porno, aber manchmal doch lieber Third Person. Ja. Finde ich auch. Also ich denke mal, ich habe da auch ein gutes Händchen für. Lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ah, okay, das ist das Inventar vom Pferd. Okay. Gedrückt, um Waffe zu nehmen. Bogen. No, use the bow I gave you. That'll make too much noise. Keep down. Move quietly and slowly. Jage Hirsche, Leute. Du machst weniger Lärm, wenn du geduckt, wenn du dich geduckt bewegst. Okay. I think so. Maybe not. Focus. Focus? Okay, drücke um Adlerauge. Ach, gibt's hier auch. Ah. Ja, aber man sieht ja die Fußspuren im Schnee, also ich bitte dich. Fährte folgen. Keep going. So, wir müssen auf jeden Fall den Bogen auswählen. 22 Pfeile, Leute, das heißt, ich muss zielen. Okay. Dun, dun. Man kann zum Beispiel jetzt auch Ego-Perspektive machen. Oder? Ging das nicht? Doch, jetzt. Ist auch ganz geil. Oh, guck mal den Schnee hier auf den Zweigen. Es sieht einfach so gut aus, Leute. Schön aus, Leute. Es ist einfach. Ah. Dafür haben, konnten sie sich, haben sie das Recht gehabt, oder ist er? Dafür haben sie das Recht gehabt, das Spiel ein Jahr zu verschieben. Ja. Quick and clean. Get good tension on the string before releasing. Just don't overdo it. Okay, da hinten sind noch ein paar andere, falls ich den hier verkacke. In den Hals. Haben wir. Erlege noch einen Hirsch. Okay, wahrscheinlich auf der anderen Flussseite. Und wenn wir den jetzt, den können wir nicht einfach looten, Leute, den müssten wir jetzt mitnehmen. Da drüben sind noch welche. So, haben wir getroffen, aber der Pfeil ist weg. Schade. Da haben wir wieder aufgehoben. Okay, gehen wir davon aus, er hat ihn wieder rausgezogen. So. Hey Stefan, willkommen im Stream. Oh. Oh. Ich lobe gerade noch die Grafik und hier hängen die Äste in der Luft. Naja, ist ja noch vor Release. Lassen wir es so stehen, es ist noch vor Release. Achso, hier kann man den Spuren folgen, sehe ich gerade. Kann er denn, sieht er die denn? Ja, okay, gut, wir müssen eh dahin. Okay, leise. Ganz leise. Wir kriegen den, wir kriegen den. Aber eigentlich ist das ja kein Hirsch. Well done. I think that's all we can carry. Nähere dich dem Hirschkadaver. You sure your hands are okay? It'll be fine once I get it on my shoulder.
Bogen wegpacken. So, er schnappt sich den anderen. Wie ist das Neue? Ich bin mega hin und weg, Stefan. Ich bin mega hin und weg. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein Pflichtkauf. Meiner Meinung nach ist es ein Pflichtkauf. Zieh das rein, Mann. Der lootet das nicht einfach und steckt das in sein Täschchen, was er dabei hat. Nee, Mann. Der nimmt einfach das Komplette. Der ist ein richtiger Mann. Der nimmt einfach das Reh mit. Weißt du? Guck doch mal, das arme Reh. Guck mal. Oh, müsst du nur die Zunge hängen lassen. Alter, man sieht aber den Einschuss. Zieht euch das rein. Am Hals. Ei. Nice, Mann. So, ein bisschen beeilen hier. Nach dem Pferd zu pfeifen. Ah, das geht wenigstens. Und man muss dazu sagen, das Spiel ist sehr realistisch. Also es ist wirklich realistisch gehalten. Und was ich geil finde, Stefan, pass auf, Kinomodus. Es ist so episch. Es sieht einfach so gut aus. Du kannst die ganze Zeit im Kinomodus spielen und das finde ich halt so geil. Guck dir das an, Mann. Okay, wir machen aber wieder normal. Ich wollte es nur mal dem Stefan zeigen. Es ist schon richtig krass, Mann. Du kannst den halben Film draus machen. Und das ist auch so ein bisschen mein Ziel, wenn ich das jetzt zocke. So, okay, wir gehen wieder zurück zu dem Dude. Ready to head back when you are. Come on, man. Let's head back. So, wir sollen ihm folgen. Das heißt, wir können wieder in den Kinomodus gehen, weil folgen tut er mal alleine. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back. Well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We'll still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Leute, ich muss ganz schnell mal was gucken. Sorry, dass ich hier die Atmosphäre unterbreche, aber man konnte hier bei Audio noch einstellen. Relative Dialoglautstärke. Guck mal, der hat das nämlich wieder zurückgestellt. Das finde ich schade. Ich hatte das hochgestellt. Ich finde, Dialoge sind wichtig und deswegen hatte ich das ein bisschen umgestellt. So, und das werde ich jetzt auch so lassen. Möchte ich bitte so haben. Zurück. So. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Nah, I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. Okay. Leute, ein Bär. Real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Wir sollen außen rum
Der greift uns doch bestimmt noch an, der hat Bock auf unsere Rehe. Der voll Win-Win, Alter. Der hat Rehfleisch und Menschenfleisch. Damit kommt er locker durch den Winter. Muss ich den jetzt bekämpfen? Nee. Geil, man muss sogar sein Pferd beruhigen. We ain't never talked that much, you and me. How long you been with us now? 5-6 months? Something like that. But you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here? Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Es ist so schön, Leute. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Fuck me faster than a bull. Won't take nobody but him. Okay. So. Wieder zurück im Camp mit zwei Rehen. Und guck mal, die haben echt Schnee auf sich. Die sind auch gut animiert, finde ich. So, einmal anbinden. Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. It takes a lifetime of practice to master. Wie der Kopf vom Reh rumwackelt. So. Krass, dass die auch Schnee abkriegen. Also die wären auch voller Schnee, wenn man nicht aufpasst. Just drop it down in here. Ich will das darauf legen eigentlich. Oh. Jetzt steht er da oben. Ja, okay, dann legen wir es halt ab. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. Why, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you?
Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one, you dumped on the floor there. So, näher dich dem Hirschkadaver. Ach du Scheiße, müssen wir jetzt auch noch ausnehmen, häuten. Alter, der häutet den richtig, Leute. What? Zieht euch das rein. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days.